In the second exercise, you simply turn a sentence in the present tense into one in the perfect tense. The focus is on whether to use the auxiliary haben or sein. As always with the exercises, learn and get better each time you do them. Let's start. Ich gehe im Park spazieren. Ich bin im Park spazieren gegangen. Er kocht Spaghetti. Er hat Spaghetti gekocht. Sie wird Lehrerin. Sie ist Lehrerin geworden. Ich gehe um 4 nach Hause. Ich bin um 4 nach Hause gegangen. Peter spielt gut Tennis. Peter hat gut Tennis gespielt. Es passiert nichts. Es ist nichts passiert. Nothing happened. Ich fahre ohne ihn. Ich bin ohne ihn gefahren. Er lernt Deutsch. Er hat Deutsch gelernt. Sie steht um 8 Uhr auf. Sie ist um 8 Uhr aufgestanden. Aufstehen is regarded as a change of place verb and therefore used with sein, to be.